geworden. Euch auf diesem Sofa verbindet eines gemeinsam. Ihr seid Kult. Die Lindenstraße ist Kult, die Fantastischen Vier sind Kult und dieser Stefan da ist Kult. Er ist so der Kultsolist heute hier. Manchen Kollegen haben Sie es nicht immer leicht gemacht, Stefan, das werden Sie zugeben. Ja, das war nie willentlich und nie wissentlich. Also, das ist ja furchtbar. Das liegt daran, dass sich die meisten Kollegen es selber nie leicht gemacht haben. Wenn ich jetzt Dieter Thomas Heck wäre, könnte ich sagen, na gut, und? Ist ja sein Problem, wenn er nicht singen will. Oder wenn er so tut, als würde er nicht singen. Also eigentlich habe ich ja nicht so getan, als dass ich nicht singen würde. Also es geht jetzt um diese goldene Stimmengabel. Das ist ja so, das also ich wollte eigentlich hier jetzt ein Loch in die Wand bohren und Ihren Kopf die ganze Zeit da reinpressen, weil das finde ich ja eine der härtesten Nummern, die es überhaupt gibt, wenn man sich da Ihre Sendung auch noch durch die Wand gepresst angucken muss. Bestrafen Sie da ganz bestimmte Idioten oder wen suchen Sie dafür aus? Das verstehen ja die meisten Leute leider nicht. Viele sagen, das ist menschenunwürdig, was ich da in der Sendung mache mit meinen sogenannten Zuschauern der Woche. Ist es aber nicht, denn tatsächlich handelt es sich ja um eine Persiflage auf menschenunwürdige Sendungen, wie zum Beispiel Goldene Stimmengabel oder ZDF. Ja. Also Sie sind von den Jesuiten erzogen worden. Ja, also ich bin teilweise, also ich bin schon von meinen Eltern erzogen worden, daher der gute Charakter. Ich war auf einer Jesuitenschule, also auf einem Jesuitenintern, da habe ich 6 Jahre verbracht. Ist was übrig geblieben von dem Glauben? An die Jesuiten oder an die Schule? Ich würde mal sagen, an den lieben Gott. Ja, doch, also ich glaube an Gott, also mit der Kirche, da müsste man sich nochmal dezidierter drüber unterhalten. Und ihr Fantastischen Vier, könntet ihr euch vorstellen, mal in der Kirche zu singen? Eher weniger, wegen dem Hall vielleicht. Aber sonst wegen der Gläubigkeit. Ich glaube, da hat natürlich jeder von uns eine andere Meinung, aber die Atheisten sind bei uns auch sehr stark vertreten. Wir haben uns die Frage gestellt, wie kann man euch reinlegen? Das ist ganz klar. Und Smudo hat ja super geholfen. Aber wie kommt man an diesen Rappern? Wie schaffen wir es, dass er einmal den Mund aufmacht und ihn nicht mehr zukriegt? Und ich sage Ihnen, wie es geht. Es ist ganz einfach. Aber Sie eigentlich nur mal eine Sendung gucken. Sie nehmen den ersten FC Kaiserslautern. Sie nehmen Paul Breitner als Sportreporter. Sie nehmen Jürgen Bergener vom WDR als Sportreporter. Sie nehmen seinen Manager, locken ihn nach München und erzählen ihm, ich weiß nicht was, aber am gleichen Abend brauchen Sie ein super Pokalspiel im Fernsehen. Und dann funktioniert's. Dann haben wir ihn, den Teufel vom Betzenberg. Wahrscheinlich auch uns gebucht. Also bei uns war das schon so, dass wir mit nur noch Zimmer zu kriegen waren. Echt? Und dann 3,3%. Ach nee, Friends nicht, Quatsch. Endless Summer. Endless Summer. Das wird los. Ja, Markus, weiter? Markus, hier ist Lotto. Hey, hi. Hey, Alter, wo bist du? Ich bin in München hier. Ich verstehe dich ganz schlecht. Hast du irgendeine Nummer, wo ich dich anrufen kann? Ich habe eine mega Aktion am Laufen, Alter. Ja, pass auf. Ruf mich mal im Hotel an. Ich komme noch zurück. In München bin ich hier. Und zwar ist das Kempinski in München. Ja? Meine Zimmernummer ist 4102. Alles klar, ich ruf gleich mal zurück. Ruf mich mal zurück. Lotto. 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 Ruf nochmal an. Hast du einen Öffner? Markus Wolter? Ey, hier ist Lotto! Ey, hi! Alter, pass auf! Gib mir mal kurz Stefan, Alter! Hier! Ja. Lotto will ich sprechen. Dauert's lang? Ups! Was? Ja. Dauert's lang? Stefan! Ja! Alter, ich hab dir doch am Sonntag gesagt, dass ich eine Mega-Aktion plane, ne? Ja, und? Pass mal auf! Ich bin hier gerade in Kaiserslautern am Betzenberg, Alter. Mach mal den Fernseher an, wo Fußball läuft. Ich weiß nicht, welches Programm das ist. Ja, okay. Ja, ich ruf dir mal zurück nachher, wenn das geklappt hat. Ja, okay. Okay. Ciao. Tschüss. Was ist? Er sagte, er wäre gerade in Kaiserslautern und wir sollen mal, er hätte was Riesiges vor, gleich kommt da eine Pausenkapelle und wir sollten da mal hinschalten. Was? Wieso kannst du Kaiserslautern? Er will das nicht sagen, er plant da ein Riesending und ich soll mal gucken, ob das klappt. Aber wir kennen gleich eine Pausenkapelle, aber wahrscheinlich wird das nicht übertragen. Ja, hat er nicht gedacht. Denkt er vielleicht. Das ist Fußball, das ist krass. Immer. Schau, mach jetzt.
Was hat er gesagt? Da kommt er, da kommt er! So, hör auf! Oh, kein Scheiß! Da kommt er, wohin mit dem Mann? Der sah so aus. Der ist er, der ist er! Wo denn? Da ist er hier! Das glaube ich nicht. Das ist jetzt noch nicht gesagt, nicht? Das ist eine Einlage der Musik. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ich würde sagen, der Katzenkerbauer hat den einfach nutzen. Wir müssen mal dann ziehen, meine Kamera, die haben wir noch. Also, ist sie schlecht? Er hat so ein bisschen gut auf das. Das hat ihn abgefahren, ich nehme mit der Kamera drauf. Wir sind ja gleich hinten. Warum nicht? Warum nicht sowas mal eine Halbzeitpause? Anstatt das stumpfe, stupide Elfmeterschießen von irgendwelchen Kämmen. Ist aber auch so. Das ist geplant mit der Kapelle. Das ist irgendwie abgemacht. Ich würde im Moment sagen, es besteht eigentlich noch kein Grund. Eher dann. Hey, hey, du Klopfer! Ey, Mann, Alter! Das war sehr schön, wir haben uns schlaff gelassen. Habt ihr mich gesehen? Ja, klar. Aber pass mal auf, ey. Bleib mal dran, guck dir das mal weiter an, Alter. Ich versuche noch was anderes, Alter. Das Beste kommt noch, glaube ich, Alter. Ich probiere noch was, ja? Ja, alles klar. Guck dir noch mal an, nachher, ja? Okay. Bis dann, tschüss, ciao. Tschüss, der sagte irgendwie, keine Ahnung, er hätte, der kennt da einen, der wäre in den Raum reingekommen, hätte sich von der Kapelle irgendwie einen Sakko geholt und wäre rausspaziert. Wer kennt er? Im Seidenstück und Betrag gerne das Interview, das für Rorschau. Wo ist das? Weil ich bin ja in Berlin irgendwie am Samstagabend. Ist das auch in Berlin? Alter, was ist das denn? Wahrscheinlich was während der Verletzungspause von 1 Uhr. Ich weiß nicht, die 20. Moment, Moment. Ah, oh, klasse! Was wollte ich denn? Alter, das glaube ich nicht. Wie ich vorher gesagt habe, du musst irgendwas machen, womit niemand rechnet. Francesco, das ist doch leid. Vielleicht kennt ihr den Ball auch nicht, das vermute mal, weil wir hier den Spielbericht gucken haben, dass der gar nicht drauf und gar nicht spielen darf. Oh, das ist ja sensationell. Normalerweise musst du dich auf der Mitglieder bei jedem Spiel der Anwendung, um eingewechselt zu werden. Das war hier. Das war super. Das war ich hab überhaupt nicht auflaufen sehen. Nein, der ist irgendwie da reingekommen. Ich höre gerade eben diese besagte Nummer 20 unter Mikrofon. Fritz Walter, schau ich auf den Welsenberg, liebe Fußballfreunde. Ich stehe hier im Innenraum. Wir sind mit einer ganz besonderen Situation konfrontiert. Das gab es noch nie, weder in der Bundesliga noch im Europapokal. Da hat ein junger Mann mitgespielt heute auf dem Platz und er steht neben mir mit blonden, langen Haaren. Wie haben Sie das eigentlich geschafft und wer sind Sie eigentlich? Ja, was auch mal. Mein Name ist Lotto King Karl. Ich bin Popstar. Ich bin sehr bekannt. Ja, weiß Bescheid. Ja, und ich habe hier meinen Freund Stefan Raab vorhin angerufen, der von Viva, wo Stefan nicht bestimmt du, ne, also so. Und dann gesagt, Stefan, ich grüße mal kurz, ich habe eine mega Promotion-Abteilung am Start für meine aktuelle Single-Allergie. Ja, und dann habe ich gesagt, pass mal auf, Alter, Stefan, mach mal einen Fernseher an, mein Lieber, ne, und dann gehe ich mal hier ein bisschen was sagen, ne. Und das habe ich also für Stefan gemacht, ne, könnte man sagen, ne. Also für Stefan Raab haben sie das gemacht. So, eine gute Promotion. Fußball zu tun, und sie haben hinten wirklich ein riesen Tor geschossen hier auf dem Heiligen Rasen des Fritz-Walter-Stadions. Wie ist Ihnen das gelungen? Spielen Sie Fußball? Ja, das war das, das haben die ja reingeschrieben. Fußballspiel, den Ball reinzuschießen, weil mir das macht das einfach mal. Ne? Und also zu meiner persönlichen Werdegang kann ich noch sagen, also ich komme aus Barmbek, ne? Da kommt an die Bremer ja auch her, ne? Hier der große Meister vom SSK, ne? Und da bin ich mir so wie habt ihr das gemacht? Das ist echt interessant. Liebe Fußballfreunde, Sie sind wie gesagt in einer ganz ungewöhnlichen Situation im Fritz-Walter-Stadion konfrontiert. Sie haben gesehen, die Jungen haben einfach hier gespielt. Dann könnte man vorstellen, dass dann eine saftige Strafe auf Kaiserslautern und wahrscheinlich auf Stefan Raab zukommt. Oktoberfest.
Das ist okay. Also, das nehmen wir uns. Markus, ja, hier ist Lotto. Hier ist der Stefan nochmal, Alter. Hast du es gesehen? Was? Habt ihr das gesehen? Das war erstklassig. Hat man das Tor richtig geil gesehen? Das Tor hat man hervorragend gesehen. Pass mal auf. Ich bleib, nur, bleib mal dran, pass auf. Ich hab noch warte mal, ich fand, warte noch mal. Warte mal. Ich muss mal los, ja, warte mal. Ich fand irgendwie, du hättest aber den Ball irgendwie links reinmachen müssen. Ist er weg. Hätte den Ball eigentlich links rein. War das wie, oder was? Was erzählt ihr jetzt? Was sagt der? Ist er wieder weg? Ist er doch nachgemacht. Jetzt war doch bestimmt, machst du eine Nummer? Alter, erstmal so. Aber ich. Schönes Tor. Muss noch besser. Klasse-Tor. Klasse-Tor. Und es steht 1-0. Klasse-Tor. Meine Pflaumen haben geschlafen hier, die zwei, die sind noch. Die sind doch links weggelaufen. Der ist Tor. Der war auch schon schön. Das ist sehr nett, die müssten leider nur ein anderes Lied singen, aber. Ich glaube nicht. Ist doch okay, ich bin schuld. Oh, okay. Das ist ihr Song. Ja! Meine Show. Ja. April. Ich hab die Titel gesehen. April. Das ist aber schön. Tja, siehst du, ein Popstar zieht sich aus und alle Leute sind begeistert. Lotto King Karl, dazu gehört der Mut. Ja, formal, ne? Also es ist so. Danke. Also es ist so, ich hätte das auch nicht auf jeden Fall gemacht, aber als wir da so diese Kameras, die nur wenige hundert Meter entfernt von mir gestanden haben, da ist so eine innere Magie ist da irgendwie entstanden. Und ich finde das dann auch unwahrscheinlich schöne und ästhetische Bilder oder so. Lotto, großes Kompliment, kein Gramm Fett, aber ich weiß, wir kriegen viele Zuschauerpost jetzt. Wir wollen den Kerl von vorne sehen. Ich schwöre es Ihnen. Ja, Stefan, wie habt ihr zu euch eigentlich kennengelernt? Der ist irgendwann mal bei mir in der Sendung aufgetaucht, bei Viva TV immer Montag, Mittwoch, Freitag, meine sehr verehrten Damen und Herren, um 20 Uhr. Oder jeden dritten Samstag im Monat um 20 Uhr, wenn das passt. Alles klar. Wenn natürlich nur, wenn da nichts Besseres auf RTL läuft. Ist ja meistens so. Da ist er bei mir also in der Sendung aufgetaucht und da habe ich gedacht, ach ja. Jetzt habe ich gedacht, ist der bescheuert? Und nachher habe ich festgestellt, ja. Und dann. Nee, und deswegen kam mir das auch nicht so besonders verdächtig vor. Weil ich denke, ich wusste, dass er nicht mehr alle Tassen im Schrank hat. Und deswegen habe ich auch nicht daran gedacht, dass man mich da auf die Schippe nimmt. Ich habe höchstens, was ich vermutet habe, ich habe das ja auch immer anklingen lassen. Ich habe gesagt, irgendwie, da hat er sich irgendwelche Leute von der ARD gekauft, um für seine Schallplatten Werbung zu machen. Nee, die Leute von der ARD, die haben wir gekauft. Ja, ja, da ist einer. So. Da ist einer. Da ist einer. Wie haben Sie denn den Breitner gekriegt? Ja, zum einen spielen natürlich die Verbindung der ARD zu den Sportgrößen noch eine ganz große Rolle. Karl-Heinz Rummenigge, sein ehemaliger Mitspieler, hat ja mal für die ARD gearbeitet. Viel schwieriger war es für Paul Breitner und auch für mich, sich nochmal klar zu werden mit den neuen bzw. alten Gesichtern des 1. FC Kaiserslautern. Es tauchten immer noch Ciriaco Sforza auf, der längst zum 1. FC Bayern gewechselt war. Und es war natürlich nicht einfach. Zum anderen war der Gegner eine Mannschaft aus Dänemark von der letzten Saison. Und der heutige Gegner bzw. der Gegner am Tag der Veralberung von Stefan Raab war ja eine tschechische Mannschaft.
Also eins muss ich mal sagen, Stefan, wir haben noch nie etwas gedreht mit so viel Aufwand. Und ein Riesenkompliment an dieser Stelle für unsere Techniker. Die haben geschnitten wie die Weltmeister und dieses Tor da reinzukriegen, das war auch nicht so ganz einfach. Das haben die toll gemacht. Jetzt gibt's einen Applaus für die Techniker hier. Lotto nochmal zu Ihnen. Der Künstlername, liegt ja daran, dass Sie gerne Lotto spielen, dass Sie einen King in der Vergangenheit in der Familie haben oder wie kamen Sie darauf? Ja, so ordentlich sind wir nicht. Also ich heiße eigentlich Karl König und habe letztes Jahr ja diesen legendären Jackpot da abgeräumt, ne, von 42 Millionen. Ne? Da kam Redi Marie aufs Konto, ne? Und dann habe ich gesagt, weißt du, weil ich jetzt immer in Monte Carlo wohne, ne? Weil ich mich ja nicht hier netzen lasse von der Steuer wie die ganzen anderen Kumpanen da. Habe ich gesagt, wunderbar. Weißt du, das ist auf Dauer internationaler Ebene, wie übrigens auch in meiner Sendung auf Delta Radio und hier jeden Sonntag, kurz vor 6 bis kurz vor 8, ist das schon besser, wenn man da so ein bisschen so, wie man sagt, griffigere Begriffe nimmt, ne? Stefan, jetzt haben wir Viva oft genug genannt, Delta Radio genannt, jetzt gehen wir mal wieder zurück zu RTL. Genau. Viele Leute haben mich gewarnt, die haben gesagt, Mensch, wenn du den Raab in die Sendung holst, der bricht da alles zusammen und das ist ein Chaot und mit dem kann man nicht normal reden. Ich bin richtig überrascht davon, als wir sie in dem Hotel heimlich fotografiert haben, da habe ich gedacht, oh Gott, jetzt so diese Popgrößen da und jetzt kommen die Groupies und jetzt kommt der Champagner und jetzt passiert das. Sie haben ja nicht mal ein Bier getrunken. Ja, ihr wart ein bisschen zu früh da. Das war ja erst 9 Uhr abends, nicht? Bei uns Popstars, das wird der Thomas bestätigen können, da geht das ja erst ab 2 Uhr morgens richtig zur Sache, nicht? Nee, aber Spaß beiseite, wir sind ja auch nur Menschen und wir müssen ja auch mal uns erholen und ich trinke auch ja keinen Alkohol. Das ist ja ungesund. Jetzt kann ich nur hoffen, dass wir im nächsten Werbeblock jetzt nicht gerade für Alkoholreklame machen, aber wir gucken uns den an und Sie kommen wieder, nicht? Sie wissen ja, vielleicht kriegen wir ihn ja doch noch von vorne.